Ja, die letzte komplexe Zahl dieser Serie, der Realteil von z ist gleich 2, der Imaginärteil von z ist gleich 2 Wurzel 3 und die konjugiert komplexe Zahl ist 2 minus Wurzel 3i. Z-Betrag, kann ich sagen, ist die Wurzel aus 2 Quadrat ist 4 und jetzt muss ich die 2 nochmal quadrieren. Und die 3 quadrieren. Dann habe ich 4 plus 12 ist die Wurzel aus 16 und damit bin ich bei 4. Wir können das Ding auch einzeichnen und wir stellen fest, dass wir wieder einen 60 Grad Winkel haben. Das heißt, wir befinden uns schematisch eingezeichnet hier. Hier ist der Realteil, hier ist der Imaginärteil, das hier ist die 2. Das hier ist 2 Wurzel 3. Wir haben hier wieder den Winkel Pi Drittel, der 60 Grad entspricht. Und wir stellen fest, dass der Tangens von 60 Grad Wurzel 3 ist. Wenn die sich also verhalten wie Wurzel 3 und 1, die Realteile und dann Imaginärteile, dann haben wir einen 60 Grad Winkel. Ja, die Konjugiertkomplexe ist natürlich gespiegelt und geht nach unten weg. Und ich denke, das war es jetzt. Und wir sind mit allen Aufgaben soweit durch. Ich gucke gerade nochmal, ob irgendwas noch zu erläutern ist. Ich denke, es ist nichts mehr zu erläutern. Man könnte höchstens beim Betrag die 2 vorher rausklammern. Und man könnte natürlich sogar eine 4 vorher rausklammern. Dann würde man sofort auf die andere Aufgabe kommen. Dann würde man also, wenn ich die 4 ausklammern würde, sofort auf die Aufgabe E kommen. Und dann sehe ich, ich habe die Aufgabe E nur mit 4 mal genommen. Das heißt, der Fall wurde mal 4 genommen von der Aufgabe E.